Das Wetter ist trüb. Es wird langsam Herbst, November. Jetzt schicke ich erstmal meinen Brief in die Balearen. Und dann werde ich folgen. Hoffe ich jedenfalls. Sonntag ist es soweit. Gell? Was ist denn da? Das ist ein Vogel. Ja, da kann man sich ja jetzt mal einstimmen. Darüber muss ich fahren. Von Palma muss ich rüberfahren nach Porto Cristo. Naja, sehe ich das Taxi für den Bus. Und da steht. Was steht da? Wie groß es ist. 100 mal 80 Kilometer. 1 Million ungefähr. Einwohner. Eine wunderbare Insel. Lieber Freund, der schwärmt hier. Frankfurter. Frankfurt. So, das ist unser Bus hier. Und das ist der Hinfahren. Ganz frei. Und da geht es hin. So, grüne Biene haben wir. Das ist der Flughafen, dahin ist das Gebirge. Oh. Ah ja, das ist jetzt bin ich angekommen. Ich noch aus meinem Kopf bringen. Ich sage ganz einfach, ich hätte ein Experiment gemacht. Ich wollte mal sehen, ob ich ohne auskomme. Und sehen, ob er mir das abnimmt. Ja, wo sind wir denn da? Was gibt es denn das? Ich glaube, bei mir sieht es auch so aus. Ich glaube, du bist angekommen. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Doch, ich bin da. Porto Cristo. Ich habe das nämlich im Internet angeguckt, da habe ich mich auf die Straße gestellt und mein Hotel begutachtet. Ich bin da? Ich glaube es nicht. Sagenhaft. Ah ja, da lässt sich's aushalten, oder? Muy bien. Muy bien. Das geht jetzt nicht. Nee, sag mal, du, top siehst du aus. Ihr seht top aus. Ja, ihr seid halt inselverwöhnt. Ne? Guck mal da, wo ich jetzt bin. Da gehen wir jetzt ins Meer. Sagenhaft, oder? Sagenhaft. I like it. Also da, jetzt geht's jetzt ab ins Wasser. Obwohl ich schnupfe. Das macht nichts, der geht weg. Wenn die mir es jetzt nicht gesagt hätte, Porto Cristo, hätte ich überhaupt nicht kapiert, wo ich bin. Ich bin daheim. Fantastisch, ich hab's geschafft. Aber das hieß ganz anders so hier. Naja, manchmal weiß man halt nicht, wo man ist. Aber die Frau hat es gewusst, dass ich da aussteigen muss. Ja, manchmal ist es gut, jemanden zu haben, der weiß, wo man hin muss. Wenn man es selber nicht weiß, zumindest. Nichtrauchersalon. Und da unten war ich an der Bar, genau. Da. Ach, jetzt gibt es zum Kaffee davon. Darf mal zeigen. Das ist nämlich ein, das habe ich jetzt gelernt. Mein Vorgänger vorne dran, der hat es sich so machen lassen. Das ist ein Rührei mit Käse drin und Meersalz. Das ist mir jetzt alles Land hier, ne? Ah, Mensch. Muy bien. 10 Minuten Verspätung. Im Ersatzbus geht's jetzt los. Ist das gut? Ich habe mir gerade meinen Film von gestern Abend angeguckt. Muss ich doch einiges vielleicht löschen. Demasiado Corazon.
demasiado corazón. Ja, das ist der, ja, das ist dann das Äußerste. Okay. Hier ist er, der ist da nicht an. Hier. Das blickt man nicht. Jetzt muss ich ja nochmal da runter gehen und wenn es da richtig rauscht in die Bank. Ist das nicht? Bisschen trist und auf einmal kam die Sonne raus und alles nimmt einen ganz anderen Verlauf. Das Meer sieht da ganz anders da aus, ne? Fantastisch. Ich kann nur sagen, fantastisch. Gell? Genau. Ein Hafen in der Sonne ist halt schon was. Auf einmal kriegen die Boote einen ganz anderen Charakter, ne? Ja, nicht nur die, alles andere auch. Ach ja, schön. Das haben wir gut gemacht jetzt. Ah ja, sonst hätten wir ja nach Norwegen fahren können oder ins Kap der Guten Hoffnung oder so. Aber hier ist die Sonne. Muchas gracias. Jetzt gibt es Paella für uns drei. Da drüben waren wir, da drüben waren wir. Da gibt's da. Paella. Mister. Paella, Mister. Ach Mann. Im Oktober noch einmal den Sommer erleben. Das ist doch was Feines. Jetzt guckt der Leuchtturm da oben. Perfekt hier, also besser geht's so nicht, oder? Oh Mann. Da bleib ich jetzt sitzen. The best place in town. Oder? Ja. Du weißt nicht, was ich besser machen sollte. Wir starten, ich pumpe ja dann. Ich kann ja pumpen. Wenn wir dann losfahren. Boah, das ist ja easy going, der Berg hoch. Also, da kann man überall hinfahren, wenn das so ist. Dann bracht mich in den Hafen, in die Bucht von Porto Cristo, von hinten allerdings. Ach, da vorne steht dieser Panzer, dieser Riesendinger, da kann man es erkennen, dass wir daheim sind. Wow! So, läuft.
geht's los hier. Kommt ja die erste Brand. Das Menü muss man immer, oder das was ist das? Nachos oder was? Das sind Nachos, ja. Sieht man ja. Boah, und was das hier alles ist, das werden wir jetzt erkunden erstmal. Und das ist ein kleiner Salat, soweit weiß ich Bescheid. Und das sind Kanya, die wir hier haben. So, ein Next Day. Heute bin ich schon fast gewohnt, dass das selbstverständlich ist. Erstmal hier so. Da lässt es schon nach. Ja. Der dritte da. Im Hafen jetzt rein. Und jetzt? 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 Ach, jetzt. Die Kathedrale. Der Hammer, oder? So, ja. Wenn die so plötzlich auftaucht. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Avinguda de Gabriel Aloha. Jetzt waren wir noch bei der Kreuzfahrtschiffe, jetzt sind wir schon bei der Kathedrale. Ja, rechts heute, abbiegen auf Avinguda de Gabriel ist ein bisschen bedeckt. Aloha. De la Parada am Plaza de España. Da filmen wir das auch wieder nachher. Man weiß nie, was einem alles zustößt. Diesmal fahren wir mit dem Zug hier nach Soler, sagt der Klaus jedenfalls. Okay. Mit diesen Kreppeln. Das sind sie, die gibt es überall. Die gibt es ja bei uns. Oh, darf man nicht so nah ran, sonst ist er erkannt. Fantastisch. Muy bien. Jetzt sind wir im Zentrum. Wenn ich sie da. Das ist ja jetzt Rambler. Das kennt man. Plaza Juan Carlos. Calde F. So. Klassische Musik. Sagenhafte. Ba, ba, ba. Muy bien. Haben wir langsam unser Ziel erreicht. Es deutet sich jedenfalls an am Berg da oben. Jawohl, genau. Jetzt bist du im Film. Das war wunderbar hier. Jetzt langsam ein richtig gut Feeling. Jetzt kommt die Sonne richtig raus und wir sind mitten in der Stadt. Sehr. Das gefällt mir. Als hätten wir es gebucht. So ungefähr, ne? Ist ja eigentlich so. Ausgesehen wie in Spanien, es war aber Italiener. Er weiß es halt auch nicht.
Ja, wir finden noch einen Spanier, ich bin mir ganz sicher. Ich weiß jetzt, wie sie heißt. La Seu. Es wird einfach vorgelesen, wie es da steht. Hinten und gleich, wie sie können. Der Italiener hat was anderes gesagt. Komischerweise, warum eigentlich? Hätte auch vorlesen. Muy bien. Achtung. Jetzt erklimmen wir die Stufen. Ups. Muss ein bisschen achtbar. Immer am Westportal. Das ist das. Aha. Das ist alles aus dem Wind, sonst hört man nichts. Ne? Weiter oben ist. Und jetzt. Die habe ich ja in Frankreich intensiv abgefilmt. Ne? Und da war das jüngste Gericht, das kann ich hier jetzt nicht erkennen. Das muss man ja nicht immer haben, ne? Oder? Nee. Mallorca. Da wollen wir vorhin. Da haben wir angefangen. Somit ist der Kreis geschlossen. Ein Rundgang, ne? Ja, wunderbar, Klaus. Frei, sozusagen. Ist mal ja, ich meine, in so einer Stadt zu leben, das wäre ja auch nicht schlecht, oder Klaus? Mal Urlaub, ja. Naja. Ist ja immer bei den Touris voll im Programm. Da ist sogar eine Dame im Fenster. Ja. Menschenskinder, ist das hier ein Trubel, hä? Gleich Pause machen. Ja, wunderbar. Das ist so jetzt ein anderer Roman, gut. Das ist ein bisschen. Ist er das? Der Held. Von Mallorca, der König. Da habe ich irgendwas gelesen. Ups. Das könnte das sein, ne? Abends sind wir zum Abendessen im Hotel angetreten. Abendbuffet, bestens. Beste Referenzen, können wir jetzt mal sagen. Von unserer Seite aus. Und, ja, da ist draußen Rauchen. Das muss ich alles allein machen. Die Sonne. Die Strahlen der Sonne. Vernichten die Welt. Sitze, wenn wir sehen. Ich kann es nicht doch. Wow, hey, so ein E-Bike ist schon was Feines, oder? Und jetzt, ich fahre jetzt wieder Bus. Ich glaube, ich kann halt da oben rum. Den mache ich aber nicht. Das Boot hat mein Kumpel gesagt, muss ich auch noch mitfahren. Was ich alles noch machen muss. Das ist es. Ja, irre. Gerne. Ja, ich muss ein bisschen schnupfen im Dreck. Wow. Siehst du dein Hotel? Nee. Das muss ein Stück weiter rüber noch sein. Oder? Wahrscheinlich. Ja, ja. Sagenhaft. Steht direkt an der Küste, an der Klippe, gell?
Ja. Ah, ich guck. Da ist es ja. Da sehe ich es. Unter der Kirche ist es. Jawohl. Da müsste ich jetzt davor laufen. Ich habe aber Angst um mein Fahrrad. Ach was. Da müssen wir noch beschlagnahmt. Gefährliche Zone oder so. Sehr schön. Also die Tour dauert eine Stunde, 1200 Meter lang und geht 25 Meter tief rein. Und dann haben wir noch ein kleines Konzert und so weiter und so fort. Ich war auch schon mal den Tropfstein hier, glaube ich, kann mich kühlen erinnern, wie das war. Ja. Von ewig her. Mit der Schulklasse war man gerade schon. Ja, irre. Spiele so vier Musikanten spielen auf dem Schiff, das da dann in der Höhle rumgondelt. Aber ich finde es ganz gut. Klassische Musik. Ach so, hier hat ja der Bizet, der war doch mal hier, der wird von dem sein, ne? Wahrscheinlich. Der hat mal ein Jahr hier gewohnt, um sich zu erholen, war aber nichts anscheinend. Dieses Kloster. Auch ein Kloster. Auf dem Weg nach Filanitsch. Calafigera. Calafigera. Ich dachte mir, wir fahren mit dem Fahrrad, deswegen war ich etwas besorgt heute Morgen. Aber ja, natürlich auch Auto. Ist ja kein Problem.
jetzt 500 Meter und wir sind vielleicht jetzt 200. Das ist eine Kirche. Achso, und kein Kloster. Vielleicht ist es auch ein Kloster. St. Josep. Ein Riesenteil. So, jetzt geht es darum, da oder da, immer sehen. Ja, da hinten muss man rumlaufen, wenn man da drüber sieht. Boah! Junge. Ne, machen wir schon richtig, dass wir hier weitergehen, glaube ich. Carla Figuera, damit du es weißt. Bissenhaft. Was der Klaus hier alles macht. Da war der schon vor 30 Jahren oder vor 40. Ja, kein Wunder. Er hat aber sein Bett vergessen. Okay. Der hat auch noch sein neues Bett. Bitte. Das ist schon faszinierend, oder? Die Hölle. Da muss man doch noch mal rein, oder? Ja, es gibt halt Buchten ohne Ende. So, jetzt Achtung. Wow, jetzt sind wir drin. Okay. Und das war früher. Die ganze Wand. Okay. Wir sind nämlich auf einer Revival-Tour von Klaus. Frühere Zeiten, gell? So, Serra zu bleiben. Leicht rechts abbiegen, um auf Jami de Sabasa Serra zu bleiben. Dann links abbiegen. Cap de Moro. Natural. Links Richtung Jami de Sabasa Serra. Quatsch. Ja, so kann man die natürlich ärgern. Ne? Ja, das ist in, da habe ich dann immer Angst, dass sie mich nachher nicht mehr heimbringen. Das unbedingt, ich finde es. Genau, das ja, könnte natürlich das so. Sehr geärgert habe. Wenn du was falsches Ziel eingibst, na ja, klar. Wir sind am Ziel. Sie haben ihr Ziel erreicht. Muy bien. Bisschen. Besondere Bedingungen. Hotel. Ah, gut. Ah, gut, dass wir es gesehen haben. Ah, gut, dass wir gesprochen haben. Ja, wie kann man sowas da hinstellen? Das ist so was für. Ja. So,
aussteigen? Nee, nee. Ach ja, nee. Ist schon gut, wenn wir heimkommen. Genau. Lieber Obacht geben. Die ist gerade zitiert. Wunderbar. Fantastisch. Ja, es wird immer 10 Uhr. Früher schaffe ich das nicht. Mal sehen, was der Tag heute bringt. Auch einmal hier am Strand zu sein. Ihr könnt ja mit dem Boot fahren, ne? Why not? Tja, jetzt ist nun mal die Sonne rausgekommen. So, gestern habe ich diese Fahrradtour gemacht. Da war ich da oben, hier irgendwo. Selber wahrscheinlich. Ja. Okay. Selber an den Bergen. Ins Kloster, hat der Klaus gesagt. Lutsch oder Luch? Ich weiß leider nicht. Um das auszusprechen. Luch. In den Bergen. Ups! Ja gut, wir haben es ja nicht eilig, oder? Da darf man es nicht eilig, aber sind jetzt immer tot. Oder die Fahrradfahrer. Ja. Tatsächlich sind da so viele Verrückte, die da hinfahren müssen. Das war Wahnsinn. Ich habe das so und so noch nie verstehen das, können, warum... Mal hier gefahren sind, habe ich gedacht, das wären die Tour de France. So viele. Warum man unbedingt in die Berge fahren muss, weiß ich auch nicht. Und da kommt es auch runtergeschossen, das ist wirklich wirklich. Gucken wir da hin. Wahnsinn. Tja, wissen, was ich geschafft habe. Ja! Hola, Kital. Tatsächlich. Einfach ein Erlebnis. Hier gibt es oben Fahrradverleih. Können wir nur noch fahren. Bei der Skipiste ist das ja auch so. Wahnsinn, ey. Boah, voller Biker. Aber die Luft. Wow. Ob wer Luft hat? Wir? Ach du lieber Gott. Das ist ja der helle Wahnsinn. Das ist Lutsch. Bei Lutsch, da ist es. Rechts, rechts. Wunderbar. Mal gut gemacht. Santuari de Luc. Aha, aha. Und da gehen wir jetzt rein in die Santuari de Luc. Und das ist die Madonna, deswegen ist die entstanden angeblich. Naja, irgendwie. So. Das zu zeigen. Die haben noch Weiber, echte Kirche. Wo gibt es denn das noch? Das haben sie nämlich abgeschafft eigentlich. Wie Corona. Das ist Armut.
falls ihr es Heilige abschafft, weil irgendeiner irgendwas einredet. Das ist einfach eine Armut. Das muss ich wiederholen, so oft es nur geht. Also, ich betrachte das praktisch als ein Symbol für das Ende der Macht, der Kirchenmacht, wie sie bisher zumindest war. Wenn man sich selber enthauptet, dann muss man sich nicht wundern. Das ist doch bloß ein heiliges Licht mit Licht gemacht. Das gibt es ja gar nicht. Das ist wohl das Original jetzt. Ja, so wird es sein. Das Richtschwert. Finden wir heraus, wer gedient hat, ist der. Da wissen wir dann Bescheid. Also, das ist ja ein Verkaufsweg. Da kommen wir mal entlang. Und hier sind die Stände. Und da oben ist das Gebirge. Ups. Ja, wir können auch da drin im Shuttle laufen, oder? Jetzt geht's runter in die Bucht. Wahrscheinlich. So, jetzt wollen wir erstmal sehen, wie der Blick jetzt da hinüber ist. Hinunter. Wow, wow, wow. Mr. Kamera. Ja, ich bin schon dabei zu gucken. Ist ja Wahnsinn. Soll ich anhalten? Nee, ist alles gut. Die Klaue ist alles gut. Wahnsinn. Oder, da ist immer vorbei. So wow. Die alte Bucht war dabei da hinten. Alles belegt. Ich bin jetzt mal hier ganz... Ja, bleib du nur auf deiner Straße, ist mir auch lieber. Ist mir auch lieber. Dann bleibe ich nämlich auch auf der Straße. Ja, dann bleiben wir eben beide. Ja, genau, sind wir beide. Jetzt haben wir beide was davon. Das wäre doch mal eine gute Idee. Ja, wirklich, muss ich jetzt mal sagen. Bleib nur auf der Straße, glaube ich. Außerdem würde ich doch ein bisschen die Landschaft auf mich wirken lassen. Ja, lass dich einfach nur so, guck Nebel, wo die Streifen sind. Jetzt nadel er. Das hast du gut gemacht. Ach, das ist der Opa. Jetzt sind wir, das war jetzt der Hochpunkt. Ah, jetzt kommt's. Das Nadel. Von nun an. Von nun ab. Das ist der Knoten. Ja, das ist der Knoten. Das
fahren wir auch uns selber durch. Ja, sagenhaft. Sagenhaft. Gut, da vorne das Meer. Und jetzt ohne drunter durch. Wops. Anhalt. Egal wie du meinst. Hindurch. Yeah. Serpentin. Hauptsache der Autofahrer ist zufrieden. Das ist wirklich so. Ja, wenn die jetzt die Fahrradfahrer hier runterkommen, ist würde es ja auch nicht. Ohne. Nee. Obwohl uns hat noch keiner überholt. Nee. Bisher. Ja, noch schöner. Ah ja. So nett. Oh Gott. So. Kannst du schon mal Google auf dem Parkplatz weisen? Da unten? Da kommen wir runter. Ja, wunderbar. Jetzt machen wir von den beiden Profis her, die fahren öfters hier hoch. Sind bei und sind kommen aus Brandenburg, Berlin, Zittau und Berlin. Genau. Und das ist auch in Oberlausitzer. Ach so, ach tatsächlich. Und das können wir nur sagen, der Kollege hier ist aus Berlin, oder ich war jahrelang in Berlin. Und mein Kumpel ist aus Zittau. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Prima. Und die machen diese Tour von da unten, kommen sie an, einmal hoch und dann... 800 Höhenmeter und dann nach Polenza runter, Fort Polenza. Also dann, viel Spaß weiterhin. Ne? Kommen Sie gut an. Ne? Die Eisdiele warten sehr gut. Ja. Wahnsinn. Also, ciao. Kommen Sie gut an. Ja? Machen wir auch, hoffentlich. Wow. Oh, Jesus. Ja, Wahnsinn. Alles Wahnsinn. Der ganz nur... Fantastisch. Wir sind Minier. Wie bitte? Ja, die klaut ja recht, dann kann man das ja so und so kaum unterscheiden. Marginal. Wahnsinn. Wie ein Kessel. Und hier ist die Schlucht. Das ist die gesamte Touristenschau. Samt Drohne, die ist auch jetzt weg. Sind nicht mehr gefühlt. Kommt dieser Berg, ja, was ist das, Fluss, Bach, da kommt der an, dahin aus der Schlucht. Wahnsinn, oder? Ja, also vergiss das Wort, endlich.
kann man aber nicht laufen. Steht zumindest im Reiseführer, nur die ersten paar hundert Meter. Und hier fährt man unter der Straße durch, von der man da oben herkommt. Ja, genau das ist das. Jetzt gucke ich von dort oben nochmal in das, den Abschnitt, wo wir hochkommen sind. Jetzt haben wir den ultimativen Rundblick. Aber damit lasse ich es dann auch. Das ist ja lauter Straßenführung heute gefilmt. Wahnsinn. Die Kollege ist ja ganz schön geschafft. Ola. Muy bien, ne? Jo. Fantastico. Fantastico. Das war's. Das muss ja auch mal gut sein, oder? Geht's da noch höher raus? Ja. Oh ja, okay. Der alte Mann und das Gebirge ist auch nicht gut. Ist auch nicht besser wie das alte Mann und das Meer. Obwohl der Typ vorhin auf dem Fahrrad, ne? 71. Wahnsinn. Ich lasse mir doch da keine Kugel einfach so mal auf die Backe schießen oder so am Ohr vorbei. Also das ist doch, das kann alles nicht sein. Wieder daheim gelandet. Wunderbar. Ausflug geglückt, Reiseleitung Reubold, perfekt. Wir haben es überlebt. Die Serpentinen von Solea oder wie der heißt. Und jetzt wieder an der Küste. Von Küste zu Küste, von Nordküste zu Ostküste. Fantastisch. Das war's. Mal das Weinglas umstoßen. Hier sind wir gestartet. Und dann sind wir hier nach Manacor. Von Manacor da oben rum. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da unten oder ich glaube, wir sind da unten rumgefahren, Petra. Und das da war dann schon irgendwie anders. Na ja, gut. Jedenfalls sind wir dann nach Inca. Und hier diese Umgehung, die hat uns komplett verwirrt, sind wir laufend irgendwie in eine andere Richtung, weil man da immer in eine andere Richtung fährt, wo man gar nicht hin will. Und dann haben wir es aber gepackt und sind hier nach Selva und dann da hoch, hier eben den Schlenker in das Kloster, hier wieder zurück und dann hier die 17. Und hier dann runter. Zack. Das war's, ne? So ja, war's doch. Das war so was. Wahnsinn. Und da ist nebendran ist der Puig Major. Ach, das ist der. Zack. Und da oben waren wir praktisch. Jetzt wissen wir wenigstens, wo er ist. Ja, und da ist auch dieser Krawattenknoten ist da hinten irgendwo. Naja, den so genau sieht man das nicht. So, und dann die ganze Sache wieder zurück. Jetzt sind wir wieder da. Ja, sehr schön, sehr schön. Und das Einzige, was wir eigentlich ausgelassen haben, war dieser Abstecher in dieses gute Restaurant da. Naja, gut. Hätten wir aber gehört. Nee, was soll ich noch hin wollte? Ich wollte noch dahin. Ja, das hast du mal gesagt gehabt. Ja, Wahnsinn, ist doch Wahnsinn. Aber das ist unmöglich. Nee. Hätten wir unmöglich. Viel früher losfahren müssen. So, das war's. Einmal Mallorca durchquert. Und das da ist ja die erste Durchquerung, die man immer hat. Dann da. Und zurück. Okay, prima, Klaus, prima. Besten Dank. Ich habe es noch mal ein bisschen ruhig gestellt. Also, ich denke, das da, diese Westernmittel da, das sind die Wasserpumpanlagen, ne? Genau.
Und das hier, das sind die Getreidemühlen. Die da ist eine Getreidemühle und die da sind Wasserpumpanlagen. Aha. So habe ich mir da gedacht, ne? Ganz einfach, weil die da wahrscheinlich mehr in eine Leistung bringen. Ne? Als, obwohl, ja, okay. So habe ich mir das gedacht. Fahren wir mal hin. Gucken mal vor Ort. Das ist ein schöner Blick. Zum Strand. Und zum Hafen, der ist da. Das gehe ich mal. Der Moonfish. Naja, gut, das will ich mir ersparen. Ach, das ist so eine Burg. So eine Touristenburg. Also wenn man in diesem idyllischen Porto Cristo ist, da kommt man gar nicht auf so eine Idee. Das ist schon interessant, ne? Ich habe es überhaupt nicht kapiert, dass das eigentlich auch da ist. Das ist ja richtig ein Hotel neben dem anderen. Mein lieber Mann, das ist ja ganz was anderes hier. Wie auf einem anderen Planet bin ich hier. So. Auf. Und da drüben ist Naturschutzgebiet, glaube ich. Irgendwo, da hat mich einer hergeschickt, jetzt auf die Burg. Keine Ahnung, wo ich bin. Das müssen wir mal schauen. Gibt's gut zu trinken? Habe ich gesagt. Eine prima Aussicht. Dann gehe ich mal da noch von schön. Da kannte sich jetzt aus. Und hat mir gesagt, das ist auch gar kein Problem, wieder zurückzukommen. Mit dem Rückweg habe ich jetzt nicht ganz kapiert, aber wir werden die heute Abend sehen, wie es geht. Und jetzt fahren wir an diesen ganzen Hotels entlang. Da gibt es einen Fahrradweg bis dort hin. Und das mache ich. Wunderbar. Wow, ist das schön. Kilometer über Kilometer. Ups. Alles weiter und alles weiter. Nur hoffen, dass einem das vorher gesagt wird, wo man landet, oder? Überraschung für Mami und Papi. So, was machst du jetzt? Ich fahre jetzt noch ein bisschen dahin und dann fahre ich wieder zurück. Das ist aber was anderes, gell? Ja, ich glaube, das ist nicht das, was du gedacht hast. Naja, gut, da fahren wir trotzdem mal hin. Es ist schon sehr abwechslungsreich hier, gell? Kann man sich jetzt auch mal sagen. Vom Kasperltheater in die. Palmenhaine. Ich gehe jetzt baden, oder? Und trinke Bier und ja, warum nicht? Da können wir uns hinsetzen. Da habe ich mich jetzt mal niedergelassen. Das ist doch idyllisch hier, oder? Der Beachclub war voll. Na, zumindest für mich jedenfalls. Und die Hörplatz. Sehr schön. Kompletter ist gut, glaube ich. Da gibt es Kapern und Tomate und Sardellen. Und Salat.
in eine scharfe Peperoni. Gell? Mit der bombastischsten Aussicht. Das war gut. Ja. Kann ich empfehlen. Ich mache Inselguide. Die waren nett, ja, und gut, kompetent. Ist immer noch die Hölle los? Wie viel hast du denn überhaupt? 5 Uhr ist es jetzt. Ja, warum soll das auch nicht sein? Ja, weiß ich schon nicht. Wahnsinn, oder? Eine Welle nach der anderen. Wie wir angefangen haben, so ende ich jetzt auch. Sind 9, 8 Tage sind rum, ne? Am selben Strand. Fantastisches Wetter, heute richtig, richtig Sonne. Jetzt muss ich achten, dass ich keine Sonne drum kriege. Ich hab glaube ich schon mal. Okay, jetzt gehe ich mal in den Schatten. Blick hier, der vorne, der hin ist die Bahn. Und da vorne geht's zum Meer, zum Hafen. Otto Cristo. Adios. Muchachos. Damit habe ich angefangen. Jetzt kann ich das ist noch ein Das ist eine. Das ist wahrscheinlich Getreide. Ich habe die Mühlsteine gesehen. Die netten Damen, die ich in meinem Hotel getroffen habe, die mich jetzt zum Flughafen begleiten. Genau, sozusagen. Das haben wir gern gemacht und das war auch eine schöne Fahrt und wir haben uns super mit Ihnen unterhalten. Und wir haben uns gefreut, Sie kennenzulernen. Ja, ebenfalls, danke. Auf jeden Fall. Und wie war Ihre Zeit in Mallorca? Das war sehr schön. Wir haben uns sehr gut aus. Wir wären auch gerne noch ein bisschen geblieben. Aber gut, jetzt eine Woche war super und wir kommen wieder. Ja, prima. Besten Dank. Ja? Ja, gerne. Bis zum nächsten Mal. Ja, ne? Ciao. Und das Wetter hat uns verabschiedet. Das ist das erste Mal, dass keine Sonne da ist. Ciao. Zu, dass was passiert.